Ich befinde mich gerade auf der Anfahrt zu einem ganz besonderen Ladepark und komme mir vor wie vor 8 Jahren, wo wir jeden neuen Lader, jeden einzelnen Schnelllader persönlich begrüßt und eine Ladeparty abgehalten haben. Aber heute geht es um einen ganz besonderen Ladepark, nämlich den ersten von 200 an unbewirtschafteten Parkplätzen, also Rastplätzen der Autobahn GmbH. Ich bin hier aktuell außerhalb von Kiel in Richtung Depenauer Moor unterwegs, nämlich dem ersten unbewirtschafteten Rastplatz auf der neu gebauten A21. Aktuell befinde ich mich hier noch auf der B404, die dann auch zur Autobahn ausgebaut wird. In diesem Video schauen wir uns den Ladepark ganz genau an, was ihn so besonders macht. Und ich gehe auch auf die negativen Kommentare ein, die schon wenige Stunden nach der Eröffnung im Internet zu finden sind, und ordne sie mit meiner Erfahrung aus fast 8 Jahren Langstreckenfahrten auf den Autobahnen Europas und Afrika ein. Wenn du noch nicht meinen YouTube-Kanal abonniert hast, hole das gleich nach. Gib dem Video auch einen Daumen hoch, das hilft, es zu verbreiten. Und lass uns jetzt schauen, was diesen Ladepark so besonders macht. Wir befinden uns hier an der Autobahn, letzte Ausfahrt vor dem Rastplatz. Und das ist jetzt nochmal wichtig, während ich jetzt hier langsam auf die Autobahn beschleunige. Es sind gleich von dieser Ausfahrt nur knapp 3 Kilometer bis zum Rastplatz. Und da haben wir noch nicht mal die Auffahrt hier. Aber das heißt, der Rastplatz kommt gleich ins Bild. So, da wird auch schon angezeigt, in 1000 Metern ist der Rastplatz. Den Rastplatz gibt es schon seit einigen Jahren, seit hier dieser Abschnitt neu gebaut worden ist. Und es ist der typische Rastplatz, den wir kennen, unbewirtschaftet. Es gibt eine Toilette, ein Behinderten-WC und natürlich die Parkmöglichkeit. Und aktuell ist es sozusagen der erste Autobahn-Rastplatz nach Kiel, wenn man Richtung A24, also Richtung Berlin bzw. A1 fährt. Die Ladestation ist auch schon ausgeschildert. Wir halten uns also hier rechts. Links geht es zu den LKWs. Und da sehen wir auch schon die Ladestation von Autostrom Plus, die hier die Ladesäule, den Ladepark betreiben. So, dann starte ich hier meinen ersten Ladevorgang und schaue, wie einfach das ad hoc mit der Kreditkarte zum Beispiel funktioniert. Ladeklappe aufmachen. So. Hier ist die Beschreibung. Mal auf Start. Ich will mit der Kreditkarte zahlen. Ich halte die Kreditkarte davor. Okay. Kreditkarte kommt da rein. So, neues Spiel, neues Glück. Kreditkarte hat nicht funktioniert. 1 auswählen. So, jetzt versuchen wir es mal hier mit der anderen. Eine Remote-Sitzung starten mit dem Telefon. Kreditkarte, Ladekarte. Eigentlich wollte ich ja die Kreditkarte. Versuchen wir das mal hier. Vielleicht geht das jetzt hier mit der EC-Karte.
Ah, Geheimzahl eingeben, bestätigen. Jetzt blinkt hier der Lader. Stecker ist drin. Es blinkt blau. Die Säule startet und das Auto fängt an zu laden. Die Batterie ist jetzt natürlich kalt, weil das Auto die ganze Zeit draußen gestanden hat. Insofern wird hier nicht viel passieren. Hier wird jetzt zum Beispiel angezeigt, wie viel Energie geladen worden ist, wie lange es gedauert hat und wie lange es dauert bis auf 80%. Wie gesagt, Batterie ist kalt, insofern dauert das jetzt lange. Was haben wir sonst hier noch an Ladeinfo? Wow, sogar eine Ladekurve kann man hier sehen. Das ist natürlich echt ganz gut. Insofern, nach ein bisschen Schwierigkeiten mit der Kreditkarte, funktioniert das Laden jetzt wunderbar. Was macht diesen Ladepark hier im Depenauer Moor so speziell? Er gehört zu einem von 200 geplanten Ladeparks an unbewirtschafteten Rastplätzen entlang der Autobahn. Später sollen mal alle 15 bis 30 Kilometer diese Rastplätze elektrifiziert worden sein. Und hier ist jetzt gestern dieser Ladepark eröffnet worden. Insgesamt plant der Bund 1000 Ladeparks zu errichten. Und 200 davon sind an den Autobahnen. Die überwiegende Anzahl von 800 sind dann auf dem Land oder in der Stadt, sodass die gesamte Bundesrepublik von Ladeparks gepflastert sein wird. Jeder Ladepark muss bestimmte Anforderungen erfüllen, nämlich mindestens 200 kW Nennleistung, mindestens maximal 300 kW Ladeleistung. Was heißt das? Im Prinzip muss mindestens hier eine 400 kW Ladesäule aufgestellt werden, so wie es auch hier in diesem Ladepark gemacht worden ist, die jeweils mindestens 200 kW Ladeleistung verteilt, wenn zwei Autos an dieser Ladestation laden. Das ist mit den neuen Hypercharger 400 problemlos möglich. Das ist im Prinzip mittlerweile die gängige Ladestation, Ladesäule, die in den Ladeparks auch außerhalb des Deutschlandsnetz aufgebaut wird. Zusätzlich muss der Zugang ad hoc möglich sein. Ich habe es gerade ausprobiert. Mit der Kreditkarte hat es nicht funktioniert. Mit der Girocard war es kein Problem. Und dementsprechend habe ich hier für einen Hockpreis von 59 Cent geladen. Erstaunlicherweise ist das sogar günstiger, als wenn man das zum Beispiel über NBW machen würde, die 89 Cent nehmen, oder in EWE Go, die 62 Cent nehmen. Ja, ein Punkt war auch mal günstige Preise. Der wurde damals gekippt, aber mit den 59 Cent sind wir, denke ich, hier ganz gut aufgestellt für eine Ad-Hoc-Ladung an der Autobahn. Was wichtig zu wissen ist, für diesen Ladepark, dass das die Minimalausstattung ist. Also mindestens zwei Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten, die jeweils 200 kW liefern können. Das ist das Minimum. Ansonsten gibt es auch unbewirtschaftete Rastplätze, an denen dann entsprechend mehr Lader stehen werden. In den ersten Reaktionen zu dem neuen Ladepark gab es natürlich gleich wieder eine Menge negative Kommentare. Ich gehe kurz auf die Wesentlichen ein und ordne die so ein, dass du für dich bewerten kannst, ob das nun wirklich ein Problem ist oder nur wieder die typische Meckerei. In den Kommentaren unter einem Blogartikel von elektrif.net zu diesem Thema habe ich zum Beispiel gelesen, dass jemand sagte, so vier Ladepunkte, den Ladestandort fahre ich gar nicht mehr ein, da fahre ich gleich zum nächsten Tesla-Standort. Oder der ist ja nur auf einer Seite, wenn ich jetzt Richtung Kiel fahre, komme ich ja gar nicht an dem Rastplatz vorbei. Wie soll ich dann mit dem Wohnwagen laden? Da muss ich ja abspannen, damit ich dann rückwärts an die Ladestation heranfahren kann. Wie soll ich mit meinen Fahrrädern auf dem Heckträger dort laden? Da ist doch gar kein Platz dafür. Das ist doch wieder alles Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und da hat sich auch noch jemand über die Preise aufgeregt. 59 Cent wären Wucher, das würde er nie zahlen. Er zahlt ja zum Beispiel im Abo viel weniger. Schauen wir uns die einzelnen negativen Kommentare an. Es ist vollkommen richtig, dass vier Ladepunkte oder zwei Ladesäulen mittlerweile, wenn man sich die großen Ladeparks von NBW, Ionity, Aral und Co. anschaut, relativ wenig ist. Aber man muss ja bedenken, hier geht es um 200 Standorte im Abstand von 15 bis 30 Kilometer an der Autobahn. Einfach ein Rastplatz, an dem man jetzt bisher nur zum Pinkeln kurz gehalten hat und nicht laden konnte. Und deswegen finde ich es wichtig, sich von diesen, wir müssen überall Ladeparks mit 50, 60 oder mehr Lader
Bauen verabschieden sollte, sondern einfach in der Fläche gut verteilt jede Lademöglichkeit aufzubauen. Und was man natürlich berücksichtigen muss, wenn man jetzt so einen Vierer-Ladepunkt hier mit Tesla vergleicht, dass hier 200 kW Ladeleistung für jeden verfügbar ist. Das bedeutet, dass die meisten Autos, die hier laden, sowieso die 200 kW nicht erreichen können oder nur für kurze Zeit. Und dementsprechend, wenn ich jetzt mit meinem Kia EV6 das vergleiche, sich die Ladezeit vielleicht, wenn ich dann die Ladung überhaupt teilen müsste, anstelle der 18 Minuten von 10% auf 80% auf knapp 20 Minuten verlängern würde. Also keine wirklich spürbare Verlängerung. Und ich werde zum Beispiel diese unbewirtschafteten Rastplätze in Zukunft einfach mit in die Ladeplanung aufnehmen und dann vielleicht auch öfter auftoppen, wenn ich eben pinkeln muss. Und in den 5 oder 10 Minuten, die das Ganze dauert, kann ich eben halt schon wieder ein paar hundert Kilometer nachladen. Insofern ist es besser, viele kleinere Standorte zu haben als wenige große, die dann wenig ausgelastet sind. Und so verteilen sich dann auch die ladenden Elektroautos einfach auf mehrere Standorte. Ja, natürlich ist es richtig, an Raststätten, das kennen wir auch von den Stationen von IONITY auf den bewirtschafteten Raststätten, ist man auf die jeweilige Richtung angewiesen und kann gerade bei den unbewirtschafteten Raststätten ganz selten noch auf die andere Seite fahren. Das kann blöd sein, aber ist hier zum Beispiel in dem Fall überhaupt gar kein Thema. 2 Kilometer vorher war die eine Autobahnauffahrt und ich muss nachgucken, ich würde mal sagen, so in 5 Kilometern ist die andere. Also dann fährt man einfach eine Schleife und ist dann vielleicht 10, 15 Kilometer extra unterwegs, aber hat immer halt die Möglichkeit zu laden. Und dementsprechend macht das durchaus Sinn, auch auf diesen Rastplätzen die Lader zu haben. Und man muss nicht immer jeden von allen Seiten vernünftig erreichen können. Ja, ich kann verstehen, dass Menschen, die mit Anhänger unterwegs sind oder mit Wohnwagen, natürlich darauf achten, dass die Ladesäulen anhängertauglich sind. Aber die Frage ist letztendlich, wie viele sind das? Wenn ich jetzt so schätzen müsste aus dem Bauch raus, würde ich sagen, einstelliger Prozentwert, den ich so auf der Straße mit Wohnwagen sehe. Und natürlich ist es wichtig, dass die auch die Möglichkeit haben, irgendwo zu laden. Aber sie müssen nicht an jedem unbewirtschafteten Rastplatz laden. Das reicht vollkommen, wenn das gelegentlich zum Beispiel in den Ladeparks möglich ist. Oder hier, wenn man immer halt so ein bisschen viertel vor schräg steht, vielleicht immer halt sogar auch mit angekoppelten Anhängern. Bei den Kommentaren gab es ja den Hinweis, dass man hier nicht mit einem Gespann laden kann. Ja, das ist richtig. Und dass es wohl Probleme geben sollte mit einem Fahrradträger. Und nein, das ist also definitiv nicht der Fall. Ihr seht, die Parktaschen sind auch sehr lang. Also hier kann auch ein EQS mit über 5 Metern oder was es noch so für lange Elektroautos gibt, ein 7 Meter Sprinter stehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und bezüglich Fahrradträger gibt es hier bei den neuen Säulen ja auch noch diese Arme, mit denen man das Ladekabel ganz nach vorne ziehen kann. Also das ist überhaupt gar kein Problem, hier genug Ladekabel zu bekommen, um zum Beispiel selbst für mich jetzt vorwärts reinzufahren und zu laden. Dann gucke ich mir jetzt hier nochmal die aktive Sitzung an, wähle das aus und hier habe ich jetzt zum Beispiel auch wieder die Ladeinfo. Und sehe, dass hier die Batterie jetzt auch ein bisschen wärmer geworden ist. Die ist unter 10 Grad und bei 10 Grad lädt sie nur mit 73 kW. Ich brauche jetzt nicht mehr Energie, insofern kann ich das Ganze hier beenden. Das war nur ein Test. Insofern stoppe ich das jetzt mal. Jetzt muss ich mich nochmal authentifizieren. Und sofort wird das Ganze gestoppt. Ist natürlich die Frage, wo kriege ich den Beleg her? Vorbereitung des Belegs. Stecker abziehen. Beleg anfordern. Okay. Das ist ja interessant. Jetzt soll ich mir den hier abfotografieren oder wie? Also ich habe mir das jetzt hier abfotografiert, damit ich den Beleg auch für die Buchhaltung habe. Gucken wir uns mal den Bericht an. Auch der Bericht ist zu sehen. Und dann verlasse ich das Ganze, mache das Auto wieder zu
Und das war die erste Ladung. Zu Hause habe ich dann versucht, den Beleg über die angegebene Homepage abzurufen, hyc.cache. Und was soll ich sagen, es hat funktioniert. Erst musste ich die ganzen Daten eingeben von der Sitzung und meine Kartennummer. Dann wurde mir der Beleg angezeigt und ich konnte dann als Detail die gesamte Ladesitzung sehen und auch die Rechnung ganz bequem per PDF herunterladen. Es funktioniert also. Trotzdem würde ich immer noch zur Sicherheit ein Foto von dem Bildschirm machen, falls man den Beleg nicht bekommt. Und sind 59 Cent wirklich Wucherpreise? Also ganz ehrlich, ich denke nicht. Natürlich gibt es günstigere Abo-Modelle, wenn man sich jetzt zum Beispiel NWW anguckt oder Ionity und. Aber das gilt dann immer halt nur an den eigenen Stationen. Und 59 Cent je Kilowattstunde ohne jeglichen Autostromvertrag finde ich einen wirklich fairen Preis. Und wenn man hier jemand des Wuchers oder der Abzocke verdächtigen sollte, dann sollte man vielleicht mal überlegen, warum zum Beispiel NBW 30 Cent bei dem Ad-Hoc-Preis draufschlägt und EWE Go nur 3 Cent. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wenn dich das Thema interessiert, blende ich gerne hier oben noch ein Video ein. Ich habe mich damit ausführlich beschäftigt, wer alles im Hintergrund mitverdient und warum die Preise an den Ladestationen so hoch sind. Und hier ist das erste Beispiel, denn in dem Video hatte ich gesagt, Ad-Hoc-Preise wären das neue billig, denn hier kann der Ladestationsbetreiber direkt mit mir per Kreditkarte, per Girokarte abrechnen und die ganzen Extrakosten über Roaming-Partner und so weiter und so fort ausblenden und deswegen eben halt so einen günstigen Preis hier bieten. Fazit: Dass wir jetzt auf unbewirtschafteten Parkplätzen auch Ladestationen haben, ist ein wichtiger Schritt, auch wenn es jetzt erst einer von 200 ist, aber alleine die Aussicht, dass in Zukunft innerhalb von 15 bis 30 Kilometern, also quasi auf fast jedem unbewirtschafteten Rastplatz, sich auch noch Ladestationen befinden, ermöglicht mittlerweile Elektroautos auch auf der Langstrecke so zu fahren wie ein Verbrenner. Das heißt, man kann im Prinzip einfach so lange fahren, wie die Blase hält und dann entsprechend, während man pinkeln geht, laden und dann noch ein kleines Päuschen hinten dran legen. Oder man fährt eben halt so lange, bis die Batteriewarnleuchte angeht und es heißt noch 30 Kilometer Reichweite und fährt dann zum nächsten unbewirtschafteten Rastplatz. Und vor allen Dingen muss man ja bedenken, das ist ja nur eine Möglichkeit zu laden, denn zusätzlich gibt es noch die ganzen vorhandenen Ladeparks an Autohöfen, an Autobahnraststätten und so weiter und so fort. Also insofern ist diese Lücke unbewirtschafteter Parkplätze jetzt auch geschlossen oder wird in Zukunft geschlossen und somit wird das Langstreckenfahren mega entspannt werden. Also hört nicht auf diese ganzen Miesepeter, die nur negative Kommentare posten. Der erste kleine Schritt mit diesem kleinen Ladepark ist gemacht. Weitere werden folgen und sie werden die Elektromobilität noch mehr in die Masse, noch einfacher in den Alltag integrieren. Wenn du Fragen, Anregungen, Kommentare oder Korrekturen hast, schreib sie gerne unten unter das Video. Ich freue mich auf den Austausch und natürlich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also bis dann, dein Dirk Henningsen.